Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen großartigen Kalendermontag und somit auch einen falschen Wochenbeginn, denn in Wahrheit haben wir den ersten von zwei keltischen Merkurtagen und morgen, hier steht auch Mi-2, hat auch nichts mit englischen oder britischen Geheimdiensten zu tun, sondern also MI5 oder MI6, sondern wir haben morgen die Opposition zwischen Mond und Saturn. Ich wurde in den letzten Tagen immer und immer wieder gefragt, ja, wann ist es denn endlich soweit? Du hast uns versprochen, du hast gesagt, wir haben gewonnen, aber wir sehen nichts, wir sehen nichts. Wo ist denn das Resultat? Wann ist es denn endlich soweit? Naja, zunächst einmal, wir haben gewonnen, ja, das ist Tatsache. Warum? Weil sie haben eine tragische Schwachstelle und diese tragische Schwachstelle schleppen sie schon seit Jahrtausenden mit sich herum und naja, ich meine, wenn du weißt, was die Altarplatte bedeutet, das ist sozusagen die Breiteljausen für die Reptos gewesen und wer wurde da zelebriert? Ich meine, du brauchst nur die Worte überlegen. Esset, dies ist mein Leib, trinket, dies ist mein Blut, dann kommst du ungefähr schon dorthin, wo wir hin wollen. Ich weiß, ich darf hier auf YouTube nicht viel sagen, dazu müsstest du dann bei mir auf Telegram vorbeischauen, aber wie auch immer, ich kann nur so viel sagen, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und alles das, was sie jetzt unternehmen, ist nur eines, ein Kampf gegen, naja, gegen wen wohl, ja? Gegen wen werden sie vorgehen? Das heißt, sie wollen hier ihre Projekte jetzt gnadenlos durchziehen, damit wir das Geheimnis der Geheimnisse niemals lüften. Und wir kennen dieses Geheimnis, ja? Und jetzt geht es nur darum, dass dieses Geheimnis wie ein Lauffeuer um die Welt spült. Und dann ist es in wenigen Stunden, nicht Tagen, in wenigen Stunden mit ihnen vorbei. Und ich glaube, das steht jetzt bevor. Wann das ausgelöst wird, kann ich nicht genau sagen, aber sie kämpfen einen aussichtslosen Kampf. Sie kämpfen einen aussichtslosen Kampf. Sie kennen die Horoskope, sie wissen, was da alles drinnen steht, zum Beispiel hier. Ja? Wir brauchen da nur reinschauen. Eigentlich ist es ein schnelles Horoskop. Ich sehe den Mond im 4. Haus, Saturn im 10. Haus. Das heißt, hier kämpft die Bevölkerung gegen die Stadt Sepaten. Ganz leicht. Ja? Okay, dass dann der Mond Herrscher des 2. und 3. Hauses ist und Saturn Herrscher des 8. und 9. Hauses ist, das ist eine Zusatzinformation. Aber die Grundinformation ist hier die Auseinandersetzung Bevölkerung gegen die Satanisten. Also ganz leicht zu erkennen. Ja? Ganz relativ leicht zu erkennen. Ich habe wieder nachgeschaut, wo gibt's lustige Schlagzeilen, weil irgendwie vergeht unseren Satanistenfreunden ja das Lachen. Aber immer wieder findet man sozusagen witzige Klebstoff-Videos. Ja, es gibt da halt beim Haarwaschen gibt es dann leichte Probleme und beim WC-Gang würde ich dann die andere Hand verwenden. Aber wie gesagt, das sind noch witzige Schlagzeilen. Ja, das ist weniger witzig. Sie haben uns ja den Naturschutz, den Umweltschutz Jahre, Jahrzehnte lang aufs Auge gedrückt. Was sind wir nicht für unvorstellbare Umweltverschmutzer? Und jetzt haben wir Milliarden von diesen wunderbaren, was auch immer, Geschäftsmodell, nennen wir es das, was es ist, Geschäftsmodell, aber es ist großartig, großartig, ja, großartig. Und auch hier, Ablenkungsprogramm läuft auf Hochtouren, ja, sie wünschen sich ja jetzt die Alien-Übernahme des Planeten, sie wünschen sich ja den Einschlag von Kometen, was würden sie sich nicht alles noch wünschen, aber es ist so wie ein Bulldozer, der Zentimeter für Zentimeter sich vorschiebt. Ihr Kinderthema, das werden sie nicht mehr los. Und dort haben wir sie denn dann auch. Ja? Dort erwischen wir sie dort dann auch und dort gehören sie dann auch uns. Und dort werden sie dann auch dorthin kommen, wo sie hingehören. Und das wird vermutlich nicht nur Melmark sein, sondern die Reise kann sich dann als relativ kurze Reise herausstellen. Vielleicht nur 2 Meter. Vielleicht ist es nur eine 2-Meter-Reise. Wohin mag die wohl gehen? Wir werden es nie herausfinden. Ja, noch ein schnelles Wort zum Ayanamsa. Ich weiß, das ist ein Thema, was dir unter den Fingernägeln gebrannt hat. Genau deswegen wollte ich es besprechen. Wir haben derzeit das Ayanamsa, also das rückläufige Fortschreiten des Frühlingspunktes auf 24 Grad 10 und 28 Sekunden. Die sind für uns relevant in den Fischen. Im Schnitt dauert eine Sekunde 7 Tage und 7 Stunden. Im Monat Dezember hat es aber nur, glaube ich, 6 Tage und 6 Tage,
circa 5 Stunden gedauert. Ja? Also das heißt, im Dezember mussten wir ein bisschen anders rechnen. In Wahrheit sind wir daher, weil es ja rückläufig ist. Das heißt, wir haben nicht 24 Grad in den Fischen. Moment, machen wir das hier. Wir haben nicht hier 24 Grad in den Fischen, sondern es ist rückläufig 24 Grad. Das heißt, wir sind in Wahrheit im Bereich von 5 Grad 49 und 32 Sekunden. Und hier haben wir dann von den Feingraden auch, muss man auch rückläufig rechnen, das sind die Feingrade. Wir sind hier auf 50, das heißt auf Krebsfeingraden. Und auf den Superfeingraden, würde ich sagen, bewegen wir uns hier schon im Bereich von Stiergraden. Also das heißt, hier haben wir, oder na, Stier, es ist eher wahrscheinlich Zwillinge gerade. Ich würde sagen eher Zwillinge gerade, weil wir haben noch Minute ja, 31 und 32 für uns die Minute, also die Sekunde. Die Sekunde 32 gilt ungefähr vom 12. bis zum 18. Dezember. Die Sekunde 31 gilt vom 18. bis zum 24. Dezember. Und dann die Sekunde 30 gilt dann sozusagen vom 24. bis zum 30. Dezember. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ich wollte dir nur sagen, von den Feingraden haben wir hier Zwillinge gerade. Doch, sagen wir, kann man schwer lesen. Sind wir hier auf Zwillinge gerade? 3 steht für Zwillinge. Das bedeutet, wir sind im Bereich der Wahrheitsfindung. Also sehr spannende Dinge, die jetzt hier geschehen. Und ich würde sagen, jetzt heißt es für uns alle voll dranbleiben, volle Kraft voraus, denn jetzt haben wir sie am Haken, jetzt zappeln sie so richtig und sie sind sehr, sehr nervös, das kann ich euch garantieren. Sie sind sehr, sehr nervös und sie versuchen jetzt alle Register zu ziehen. Es ist hier jetzt nur blanke Ratlosigkeit kombiniert mit Willkür. Also jetzt sind sie fällig. Großartige Entwicklung, großartige Zeit, spannende Zeit, auf die wir seit Jahrtausenden gewartet haben. Und jetzt ist diese Zeit endlich gekommen. Und ob es jetzt ein paar Tage mehr oder weniger dauert, das spielt auch keine Rolle mehr. Ja, das heißt, sie haben verloren, wir haben gewonnen. Und das ist 1000%ig sicher, wegen ihrer wundersamen Schwachstelle. Gut, wir beginnen mit der nächsten Schwachstelle. Das ist die alte Zahlenreihe 13, 25, doppelte 27, 29, 31. Daraus resultieren die 4. Und ich bin wieder überrascht. Ich bin wieder überrascht, weil mit der 31 und der 4 und der 4 haben wir das Thema Saturn wieder an Bord. Also unheimlich, wie toll das zusammenpasst. Also ich bin immer wieder angenehm überrascht, hat das Satikan vielleicht doch etwas richtig manipuliert. Ja, das kann auch einmal vorkommen. Die 13 steht für Niedergang, Beendigung, Tod, aber auch sozusagen wieder die Wiedergeburt, das Neue erwacht, das Neue entsteht. Und wir haben hier auch, ja, wir haben hier auch tatsächlich den Herrscher von 1, Merkur, im 8. Haus, Spitze, 1. Haus, in den Zwillingen. Also das heißt, ja, hier kann man durchaus die 13 herausfinden. Passt, genau. Wir haben die 25. Die 25 bedeutet, ja, man hat viel für andere getan, hat es sich zurückerwartet, bekommt es aber nicht zurück und will sich dann rächen. Also eine sehr skorpionische Besetzung. Und gut, jetzt kann ich sagen, Mars im 1. Haus macht schon sehr nervös und streitsüchtig, aber auch Herrscher, noch einmal Herrscher von 1 in 8, bringt dann das skorpionische Element auch noch dazu. Und wir sehen auch die Venus als Herrscherin des 6. Hauses und eingeschlossene Herrscherin des 12. Hauses im 8. Haus. Gut, das ist jetzt nicht so die wahnsinnig starke Besetzung, aber es ist eben eine doppelte Besetzung im 8. Haus. Das heißt, hier ist das skorpionische Momentum doch meines Erachtens stark. Und ich schaue nochmal, Spitze haben wir nicht. 6. Haus, eingeschlossener Herrscher von 6 in 9, ist jetzt auch nicht so der offensichtliche Knaller. Schauen wir mal, ob wir hier einen Spiegelpunkt zum Pluto erkennen können. Nein, kann ich derzeit. Oder irgendetwas Sonstiges habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. Die 27 steht für Perfektionismus, Genauigkeit, der 200%ige. Ja, man ist fleißig, einsatzbereit und so weiter, kann ich das hier herauslesen, den 27er, das wäre sehr stark mit Jungfrauenergie verbunden, haben wir aber mit dem 4. Haus nicht in Verbindung stehen, dann Merkur, Herrscher von 1 in 8, sehe ich hier auch nicht, also das heißt, der Fleißige, der Strebsame, wo ist der noch schnell zu finden, sehe ich auf die Schnelle nicht, muss ich ganz offen gestanden sagen. Die 29, naja, die 29, die erkennen wir, glaube ich, mit der doppelten skorpionischen Besetzung im 8. Haus, Herrscher von 1 in 8, sehr, sehr leicht, man hat viel mit sich machen lassen. Ja, großes Leid in der Kindheit geht bis zur Obdachlosigkeit, Hilfe, also sehr, sehr schwierige Zahl, sehr schwere Energie. Also das heißt, der morgige Tag dürfte sich relativ schwierig gestalten, aber das ist natürlich auch eine heilsame Geschichte, denn wir hatten gestern die Konjunktion zwischen Mond und Lilith, meiner Erinnerung nach, im
11. Haus, also speziell 11. Haus im Löwen. Und ich schaue mal, woraus die große Differenz resultiert. Haben wir, aha, hier haben wir 15 und 9 und der gestrige Aspekt war, glaube ich, relativ zeitig in der Früh. Der war, glaube ich, um 0.27 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Weil mich hat nur verwundert, warum der Mond so weit läuft. Ja? Weil normalerweise geht er ja in etwa alle 2 Stunden nur 1 Grad. Also das heißt, bei einem Tag in etwa so ein, also 12 Grad. Und das war mir doch ein bisschen zu viel, weil er befindet sich hier, was ich so sehe, auf 21 Grad. Stimmt das? Ungefähr, ja. Aufgerundet 21 Grad. Das heißt, er ist auf Schützegraden und steht hier natürlich doppelt feurig, doppelt nervös, doppelt aggressiv. Und hier haben wir die Aussage für die 29, sich selber zu lieben. Aber das ist, glaube ich, niemals verkehrt. Und das ist die große Lehre, die wir alle Menschen lernen sollen, dass sich selber lieben zu lernen. Das wurde uns ja quasi immer verboten und ausgetrieben, denn bekanntlich haben wir gelernt, Eigenlob stinkt ja angeblich. Ich weiß zwar nicht warum, aber so sagt man. Die 31 steht für die härteste, brutalste, schlimmste aller Machtausübungen, die wir morgen und in den nächsten Tagen erfahren werden sollen. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall der Zuckerberg, wir wissen, der sinkt schon gewaltig, aber trotzdem erkennen wir hier die 31. Ja, natürlich, die Saturn als Herrscher des 8. Hauses ist schon mal was sehr Intensives, was sehr Machtvolles. Und aus dem 10. Haus ins 4. Haus runterstrahlend würde ich sagen, ja, sie probieren es mal wieder. Sie wollen es wissen, aber sie wissen ja, wie es ausgeht für sie. Deswegen brauchen wir uns keine sonderlichen Sorgen machen. Und zum Schluss die 4 Saturn himself, alle Achtung, Kälte, Entbehrungen, Einschränkungen, Grausamkeit auch. Warum? Weil das 8. Haus, wie ich immer sage, immer wenn Skorpion und Steinbock miteinander verbunden sind, haben wir es mit Grausamkeit zu tun, mit Sadismus. Und hier haben wir eben das 8. Haus, Saturn ist Herrscher von 8 in 10. Das ist eindeutig grausam, was denn sonst? Weiter zum zweiten Teil. Ende.